Liebe Trader, die freundliche Stimmung am Markt setzt sich fort. Der Leitindex kann bis jetzt den gestrigen Vorstoß auf ein neues Jahreshoch verteidigen und als Trader besteht jetzt die Herausforderung darin, Neueinstiege mit vertretbarem Chance-Risiko-Verhältnis zu identifizieren. Eine konkrete Vorgehensweise zeige ich im heutigen Coaching-Video. Ich nehme als Basis die Deutschland-TF-Prime-Liste und füge jetzt folgende Kriterien hinzu. Zum einen natürlich unter Indikatoren die Trendstärke. Dann unter den Qualitätskriterien nehme ich zusätzlich noch die Trendstabilität hinzu und unter Abstand vom Hoch nehmen wir noch das Jahreshoch als Referenz. Und grundsätzlich mit diesen drei verschiedenen Ansätzen versuche ich in der Regel täglich neue Trading-Chancen zu identifizieren. Alle drei Ansätze haben für sich ihre Berechtigung. Und weil wir ja in der Kursliste verschiedene Einschränkungen hier oben vornehmen können, kann ich auch alle drei Kriterien einfach in eine Kursliste reinpacken und mir einen mächtigen Powerscan basteln. Wir nehmen folgende Einschränkungen vor. Mich interessieren bei der Trendstärke nur Aktien mit einem Trendstärkewert größer 1. Dann sage ich mir, die Trendstabilität. Hierfür setze ich eine Oder-Bedingung, das heißt, ich gehe in Filterebene 2 und sage mir, die Trendstabilität muss mindestens einen Wert von 8 haben oder eben größer. Und beim Abstand vom Hoch sage ich mir, der Abstand darf maximal 5% betragen. Und weil ich jetzt für jedes Kriterium eine Filterebene tiefer gegangen bin, bekomme ich jetzt entweder Aktien angezeigt, die einen Trendstärkewert größer 1 aufweisen, oder einen Trendstabilitätswert größer 8 oder maximal 5% vom Jahreshoch entfernt sind. Und jetzt fügen wir noch folgendes Zusatzkriterium hinzu unter Range, die absolute Handelsspanne in den letzten 3 Tagen. Und damit versuche ich eben sicherzustellen, dass es sich um keine kurzfristigen Fahnenstangen handelt und ich eben noch ein vertretbares Chance-Risiko-Verhältnis für den Neueinstieg erhalte. Und dieses Kriterium muss ich jetzt jeweils in jede Filterebene hinzufügen. Und hier sage ich mir, die absolute Handelsspanne in den letzten 3 Tagen darf nicht größer als 4% sein. Dann haben wir nämlich eine Oder-Bedingung gleichzeitig noch mit einer Und-Bedingung kombiniert. Und diesen Powerscan könnte ich mir jetzt auch direkt abspeichern und sagen: Konfiguration speichern, speichern als Power Scan TS für Trendstärke, dann Trend für Trendstabilität und D52WH, also Abstand vom Jahreshoch. Und damit kann ich diesen Scan einfach über die Konfigurationen in jede beliebige Kursliste laden und muss die Parameter nicht immer erneut eingeben. Und jetzt könnten wir beispielsweise nach der höchsten Trendstärke sortieren. Wir haben jetzt final 62 Werte in der Kursliste von ursprünglich knapp 270 Werten und diese Werte gilt es jetzt nach attraktiven Chancen durchzuschauen. Betrachten wir mal ein paar Beispiele. Wir hätten jetzt hier eine Bauer-Aktie und hier sehen wir eben, ja, die Aktie hat jetzt gestern noch nicht so stark performt. Wir haben hier immer noch eine attraktive Ausgangssituation. Wir könnten hier jetzt auch mit einer Art Trend-Continuation-Line argumentieren. Und wenn der Gesamtmarkt weiter positive Signale senden sollte, Anschlussgewinne verzeichnen, dann könnten jetzt eben auch solche Aktien noch von dieser Marktrallye profitieren. Und hier können wir noch mit einem vertretbaren Chance-Risiko-Verhältnis den Neueinstieg suchen, weil die Bewegung eben noch nicht zu weit fortgeschritten ist. Das heißt, eine Bauer-Aktie packe ich mir auf die Watchlist. Wir haben eine Data Group Aktie, auch hier war die gestrige Price Action verhalten, haben jetzt aber über die letzten 3 Tage auch schon bullish konsolidiert innerhalb dieser engen Range. Zuletzt haben wir ja einen neuen Capital Pivotal Point erhalten über eine 10%ige Kapitalerhöhung und auch ein solcher Wert ist jetzt nach dieser kurzen Verschnaufpause für einen Neueinstieg interessant. Das heißt, eine Data Group packe ich mir auf die Watchlist. Schauen wir noch ein wenig weiter. Wir haben hier eine KSB, auch hier gab es zuletzt positiven Newsflow und eine dynamische Rallye-Bewegung und man sieht, wie bullish diese auskonsolidiert wurde. Und das sind jetzt eben Setups ganz genau nach meinem Geschmack. Erste Impulsbewegung, bullische Konsolidierung, wo man eben noch wunderbar ansetzen kann und ein gutes CRV für den Neueinstieg erhält. Abschließend vielleicht noch eine Steiko-Aktie. Auch dieser Wert hier macht noch einen guten Eindruck. Wir haben uns jetzt von diesem jüngsten Rückschlag wiederum erholt.
Bei Steico erweist sich ja der Einstieg in die Furnierschichtholzproduktion als Glücksgriff, weil die Nachfrage boomt. Die Aussicht auf eine weitere Margenverbesserung dürfte den Kurs weiter antreiben und auf diese Art und Weise kann man wirklich sehr effizient die Märkte screenen und eben dann täglich nach neuen Trading-Chancen Ausschau halten, um von dieser aktuellen Marktrallye profitieren zu können.